So. Dann will man mal. Okay. Ich hab's geschafft. Ich muss zur Straße hoch und die Statue finden. Okay, das wollte ich auch eigentlich machen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ne? Ist noch eine Mission. Ja, warum werden wir jetzt so aufgestattet? Gibt's ja nicht. Hey! Was ist denn hier los? Da, oh nein. Guck, wie viele Batterien? 12 Stück? Was passiert hier? Oh nee, wie werden so ausgestattet? Was ist denn das? Das reicht. Wir müssen in die Mitte, ne? Ah. Da ist der Schuhkarton. Der Knicker. Und eine Art Kugel. Die Stimme am Telefon meinte, alles Nötige wäre im Karton. Wie ist der Klicker von Washington hierher gekommen? Kommt her. Komm ich jetzt weiter? Muss ich jetzt lang? Da hinten, da muss Ah, von da kam ich doch. Hey, hier sieht man wieder nichts. Muss ich den jetzt lang? Warte mal, wir sehen das doch hier, ne? Ich komme aus dem dunklen Ort. Hey, danke, danke für die Information. Wir haben jetzt das Zeug da genommen. Bin ich da lang? Aber da ist der. Ja, was passiert jetzt? Wir wollten ein bisschen hier. Und zum Telefon, oder? Ja. Oh, schnell abnehmen. Ja? Hallo. Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen mir zuhören. Moment. Woher wussten Sie, dass der Klicker dort ist? Das ist wichtig. Alan ist verwirrt. Ihm fehlt das Ende. Er braucht Ihre Hilfe bei der Fertigstellung der Geschichte. Wie soll ich ihm von hier aus helfen? Oh, okay. Warte. Wir haben was Neues. Ich bin im dunklen Ort. Wake ist in Washington. Ich konnte mich in den Übergängen mit ihm unterhalten. Alan. Wir müssen über das Ende reden. Saga, was ist das? Mein Gedankenraum. Ich wollte schon mal mit Ihnen darüber reden. Aber jetzt verstehe ich alles besser. Sie haben auch Visionen? Das ist die erste Schauspielerin. Ich dachte, es wären Ideen. Inspiration. Sie sind real. Genau wie das hier. Ich wollte die Geschichte mit Ihnen wahr werden lassen.
Also kommt das von uns beiden. Vielleicht können wir so in den Übergängen kommunizieren. Wir können das nutzen, um Scratch aufzuhalten. Zuerst brauche ich das Ende. Das ist ein Problem. Also gibt es Probleme mit dem Ende? Ich habe das Ende nicht. Es muss perfekt sein, aber ich habe keine Zeit, es mir zu überlegen. Was soll ich nur tun? Mist. Aber wir haben doch was gewählt. Tut mir leid. Diese ganze Sache ist ein Chaos. Einverstanden. Aber das werden wir noch hinkriegen. Was soll das heißen? Perfekt. Die Elemente des Endes müssen sich aus den vorherigen Teilen ergeben. Und leider ist es eine Horrorgeschichte. Horrorgeschichte? Sie müssen mir nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte ist. Okay. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten gibt's nur Opfer und Monster. Es muss einen Weg geben, einen Helden einzuführen. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis zahlen. Jo, Alter, wie viel kommt denn? Ich kann Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur sie. Wir müssen alle retten. Ich weiß, wie ich Casey retten kann. Er ist eine reale Person, die ich zu einer Figur gemacht habe. Er ist nicht meine Schöpfung, daher ist er kein Wirt für das Dunkel. Das kann ich ins Ende schreiben, damit das Ding aus ihm herauskommt. Okay. Das ist schon gut. Das Ende muss also verdient sein und zur Geschichte passen. Ohne die nötigen Beweise gibt es keinen Fall. Nur so kann es Bestand haben. Wie ich das Ende sehe. Wenn das Ende zur Geschichte passen muss, dann sehe ich das so. Return ist eine Geschichte über eine Geschichte, die wahr wird. Ich bin eine Figur in der Geschichte. Nicht nur eine Figur. Die Heldin. Okay, die Heldin. Daher musste ich durch die Hölle, um hier zu sein. Das ist mein Leben. Ich habe es verdient, der Geschichte zu entsteigen. Und das Ende zu verfassen. Ja, das machen wir. Hier und jetzt. Wir denken uns das Ende aus, das ich schreiben muss. Das ist nicht ihr Ende. Das ist nicht Scratchs Ende. Aber es ist auch nicht ihr Ende. Das ist unser Ende. Sie sind auch nicht der Einzige, der diese Dinge entscheidet. Ja, stimmt. Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich schreibe, wird alles schlimmer. Sie haben dieses Ding damals besiegt, Alan. Und jetzt werden sie es wieder tun. Sie sind auch ein Held. Sie und ich. Bringen wir es zu Ende. Der Preis ist zu zahlen. Das Ende wird düster werden. So oder so. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Einer der Helden. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Scheiße. Tun wir es. Ganz sicher? Keine Zeit für was Besseres. Scratch ist jeden Moment hier. Das wird unser Ende. Ich hab den Klicker. Ich werde ihn zu Ihnen bringen. Ich mach die Seiten fertig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Aber wo ist Thor? Die wollten da uns da rausholen. Ich muss meine Schritte zum Caldera Street Plaza zurückverfolgen. Den Brunnen. Ich gelangte durch den Brunnen zum dunklen Ort. Vielleicht kann ich ihn dort auch wieder verlassen. Durch den U-Bahn-Plaza zurück. Caldera Plaza liegt zurück durch die U-Bahn. Ich muss mich beeilen. Hier.
Oh nein. Warum ist jetzt hier auch alles voll? Warum? Guck mal, hier ist alles voll hell. Die machen aber auch diese Slide-Effekte. Okay, das ist einer. Hier durch? Sind wir hier richtig? Ja. Ja, das Ende der Fahnenstange. Alan? Saga, ich hab's geschafft. Davon haben wir gesprochen. Ich hab den Klicker und die Lichtkugel. Dann mal los. Aber das muss ich machen. Fühlt sich an, als wäre ich ewig auf dieser Reise. Okay, es muss hier enden, diese Dunkelheit. Was unter der Oberfläche liegt, verschiebt sich jetzt. Das Schattenspiel. Ich tauche mein Gesicht in das Wasser ein. Er ist hier. Es ist furchtbar kalt. Am Spiegel der Oberfläche vorbei, dann werde ich es sehen. Casey? Das Ende. Scratch! Jetzt! Das gleißende Licht der Wahrheit durchdringt für einen kurzen Moment die Schatten, enthüllt das Grauen. Und in diesem Moment der Stille wird die geflüsterte Botschaft endlich erhört. Komm schon, du Arschloch! Komm schon! Na los! Was, wenn gar nichts mehr aufgedeckt werden muss? Das Schattenspiel hat uns alle getäuscht, eine List, um unser Interesse zu wecken. Die Dunkelheit nicht als Monster, die Dunkelheit als Leere. Wir sind nicht schlauer. Keine Antworten, keine Wahrheiten. Der Blick in sein Innerstes zerstört den Helden, doch er wird erlöst. Saga sagte, wir sind beide Helden. Ich werde diesen Preis bezahlen. Das wird sie auch. Wir sind hier, um das Monster zu töten. Ich bete, dass danach nichts mehr kommt. Nichts außer Schlaf. Auf diese Art siegen wir. Ist es so einfach? Was, wenn das immer noch der dunkle Ort ist? Noch ein Traum, aus dem wir erwachen müssen, in dem wir stets an den Anfang zurückkehren. Die Erinnerungen ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Erlösung, zu vergessen, nicht zu wissen, wenn wir die Schleife erneut durchlaufen. Die Geschichte hat sich bewundert. Ja, was ist denn das jetzt für Ende? Das war ja richtig offen, oder? Ob das geklappt hat, weiß man jetzt nicht. Und da kommt dann auch noch was bestimmt. Bestimmt kommt irgendeine Szene danach. Im Quills noch. Ja, das war Alan Wake 2. Es gab viele Elemente und viele Sachen, wo ich sagen kann, Alter, das ist ja... Sowas hatte ich noch nie in einem Game gehabt. Wo die da am Tanzen waren. Das war so krass gemacht, einfach alles.
Ich weiß nicht, viele Elemente, die es noch nicht so in einem Game gab, aber es hat sich etwas lang hingezogen am Ende. Und man dachte, es ist vorbei, dann ist er doch nicht vorbei. Dann, naja, hätte man vielleicht verkürzen können und diese Manuskripte und Fallakten und die Poffling, ja, hat am Ende aber auch gekillt. Dass man so viele Sachen eintippen muss, erstmal. Ist zwar krass gemacht, aber. Ja, ein bisschen langgezogen. Aber wir haben viel erlebt im Spiel. Ja, es gab coole Orte, auch dieser. Diese Kirmes da in dem Wald. War auch cool. Ja, und das ist halt so echt. Echte Schauspieler zu sehen waren in Szenen. Das ist geil gemacht. Das ist schon. So was gab es glaube ich schon nie. Klar, es gibt bestimmt sowas, aber halt nicht so eine Mischung. Und auch nicht so in einer krassen Auflage. Ja. Noch hat mir gefangen. Also mehr positiv, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, über 80%. War super. Ja, die Musik zwischen den Kapitänen sind ein bisschen leise gewesen. Und teilweise haben sie sich auch wiederholt, aber es ist bei Ellen immer so dieser Loop. Dieser Loop-Song. Weil ich das immer wiederholt und immer wiederholt. Und man hat es ja immer gesehen. Ist ja wie. Er killt sich selber und es wiederholt sich dann. Er killt sich wieder und selber. Dann wiederholt das wieder und killt er sich wieder selber. Und jetzt hat er das irgendwie umgeschrieben, dass dass er am Ende. Ich weiß nicht, ich glaube, hat er sich jetzt selbst auch umgebracht. Ja, ne? Irgendwie sowas. Aber ist das jetzt vorbei? Ich würde es echt gerne herausfinden. Kommt noch ein Elden Ring 3 dafür? Oder mal schauen. Ich würde mich aber ausklinken jetzt. Grafik natürlich, klar. Grafisch, musikalisch 1A. Teilweise englische Texte fand ich nicht so cool. Hätte man vielleicht ein bisschen fixen können vom deutschen Studio. Da gab es irgendwie ein paar Probleme ganz am Anfang und am Ende war auch von der Frau von Ellen ein Problem, dass sie auf Englisch sprach. Aber sonst hatte ich jetzt keine Probleme, Bugs oder so. Ah, wir sind glaube ich am Ende, oder? Warte, es passiert was. Es ging aber schnell mit den Credits. Das ist nur für dich. Der ist auf einmal auf Deutsch. Nachdem der Spuk begann, setzte ich mich mit einer Organisation in Verbindung, die sich mit Bright Falls beschäftigte. Ich ging in ihr Büro und dann passierte etwas. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mich plötzlich wieder erinnert. Und zwar, dass ich in diesem See gefangen war. Einem dunklen Ozean mit Echos von mir selbst, meinen Ängsten und meinen Fotos. In einer dunklen, einer Flut des Wahnsinns, dieselben Ereignisse und Bilder, die sich ständig wiederholten. Dann sah ich ein Licht. Dein Licht. Du tauchtest ein, als ich hinausschwamm. Du bist nicht ertrunken. Du versuchst immer noch herzukommen. Spuk ist nichts anderes. Ich kann dich sehen, weil ich auch schon da war. Ich beschloss, an den dunklen Ort zurückzukehren. Das ist der Grund für diese Ausstellung. Ich musste dich in die Irre führen, damit ich dich dorthin führen konnte, wo du sein musstest. Der einzige Weg aus deiner Schleife ist Zerstörung oder Aufstieg. Dunkelheit oder Licht. Die Zerstörung haben wir schon viele Male besprochen. Wir kommen nun immer und immer mehr zum Aufstieg. Es gibt hier keine Zeit.
Du musst weiter die Schleife durchlaufen. Aber ich werde dir die Bilder zeigen, die du sehen musst. Und das Licht, das du sehen musst. Bis du bereit bist. Alan. Ich glaube, wir sind nah dran. Es ist keine Schleife, sondern eine Spirale. Deswegen dreht sich doch die Kamera so. Wie eine Spirale. Ah, okay. Jetzt kommen nochmal andere Credits oder wie? Aber dann heißt es ja, dass es vielleicht noch weitergeht. Mal schauen. Ich bin gespannt. Haut rein. Wir sehen uns in einem anderen Game. Je nachdem, was da anschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Painted lips with soot, made an empty shell of